Moin ihr Lieben, herzlich willkommen und ahoi hier bei Baibo TV. Ich habe mir so ein kleines YouTube-Studio mal angefangen aufzubauen. Das ist noch nicht ganz perfekt, wir warten noch auf so ein paar Sachen, aber wir wollen ja ab und zu einfach auch mal was drehen. Und ihr seht auch, der Kanal wird ein bisschen professioneller. Heute wird es wieder ein bisschen technisch, denn ich habe hier was Witziges bzw. was Cooles gefunden bei Amazon. Ich weiß ja, gerade bei uns im Hafen sind ja oft auch Leute, die so kleinere Boote grundsanieren und dann auch angefangen natürlich die Elektrik neu zu machen, die Elektrik auszubauen, neue Schalter da einzubauen und so weiter. Und die meisten bestellen sich dann immer irgendwie bei Amazon oder bei eBay. Bei manchen Leuten, gerade die ältere Generation benutzt ja immer noch eBay. Ich weiß nicht warum. eBay Kleinanzeigen, okay, aber eBay ist ja absolut tot. Das sind ja auch nur noch Shops. Verstehe ich eigentlich gar nicht, aber gut, egal. Ist ein anderes Thema. Bei Amazon gibt es ja und bei eBay so Schalterpanels. Also das sind immer so Module mit so 5 Schaltern drin und ein paar Sicherungen vielleicht noch darunter. Und dann sind da so ein paar Sachen eingraviert. Licht, Pumpe, was weiß ich, zum Einschalten. So ein ganzes Panel, vielleicht noch sogar mit so einer Anzeige mit, oh, meine Batterie hat 12,2 Volt, was meistens auch immer nicht so ganz stimmt. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Und dann leuchtet das Ganze so blau, was ich dann auch irgendwie nicht mehr so zeitgemäß finde. So blau beleuchtete Autos war irgendwie so Golf 4 1996. Oder da erinnere ich mich immer irgendwie so an den Dönerladen um die Ecke, der dann diese LED-Stripes hat. Nichts für ungut. Was ich Geiles entdeckt habe, ist diese Geschichte hier. Seht ihr, wie ich zitter? Ich glaube, das liegt wieder daran, dass ich noch keinen Korn hatte. Ich glaube, wir müssen hier in der Sendung mal irgendwann mal einen Korn trinken. Membran Touch Control. Warum da jetzt Membran steht, weiß ich nicht. Aber das ganze Stück sieht so aus. Ist eine Tastatur bzw. folieüberzogene Taster, die auf der Rückseite ein riesen Klebepad haben und einen Anschluss für ein Mini-USB. Und jetzt kommt das Geile dafür bei dieser ganzen Geschichte. An diesem Mini-USB schließt ihr dann diese Box hier an. Das ist die Schaltbox mit den Relais drin. Also hier kommt das Display dran, das Schalterpanel dran. Und hier könnt ihr dann eure Verbraucher dran anstecken. Ne? Das sind die Plus-Verbraucher. Bilgenpumpe, Scheibenwischer, Horn, LED-Beleuchtung in Blau, was auch immer. Hier kommt dann einmal Plus und einmal Minus dran an die Geschichte. Und dann könnt ihr mit diesen Tasten das steuern. Das ist im Endeffekt hier nur verbunden mit dem Mini-USB. Und das ist auch ein Riesenvorteil, finde ich, denn wenn ihr dieses Teil verbauen wollt, müsst ihr nicht ein Riesenloch da in euer Panel sägen oder wenn ihr das vielleicht sogar unter Deck verwendet, müsst ihr nicht ein Riesenloch sägen. Ihr braucht nur ein 10 mm Loch, ja, wo ihr dieses Loch für diesen Stecker durchbekommt und der Rest ist klebbar und klebt ihr irgendwo auf. Das ist wirklich ganz geil. Man steckt also dieses Teil da dran, zack, und so ist es dann eingebaut, ja, mit diesem Kabel. Und diese Kiste könnt ihr dann irgendwo einen Meter weiter weg. Ich denke mal, das ist ein typisches USB-Kabel, das könnt ihr vielleicht sogar noch verlängern. Gehe ich von aus, habe ich jetzt nichts weiter gefunden in der Anleitung, müsste man mal ausprobieren, könnte man eigentlich auch mal machen. Aber ich schließe euch das ganze Teil jetzt mal an, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Dazu habe ich hier so ein Labornetzteil angeschlossen, falls euch das interessiert, wenn ihr im Winter mal irgendwelche 12-Volt-Geräte zu Hause betreiben wollt, also ich weiß nicht, einen Kartenplotter updaten oder so, müsst ihr ja 12 Volt haben, was auch immer. Wenn ihr da wirklich ordentliche 12 Volt haben wollt, nicht wie in so einem Ladegerät, die sind ja unstabilisiert. Wer ein Labornetzteil haben will, womit man wirklich von 3 Volt bis auf 24 Volt hochgehen kann und bis 10 Ampere rausgeben kann, kann ich euch nur empfehlen. Das hier ist von OnePTEC oder so, ist auch von Amazon, kostet irgendwie so 20 Euro. Hat mir schon viele gute Dienste geleistet, gerade hier drin, wenn man mal irgendwas antesten will. So, auf jeden Fall habe ich jetzt hier mit den Kroko-Klemmen das Netzteil angeschlossen. Und ja, diese Box ist jetzt mit Strom versorgt und natürlich auch das. Und jetzt könnt ihr hier diese Schalter drücken und ihr hört es klacken, da drin gehen diese Relais an und schalten eure Ausgänge. Erstmal völlig unspektakulär, es ist halt ein Schaltpanel. Aber was ich halt geil finde, es sind Taster und ihr seht, welche an ist und welche nicht. Das finde ich persönlich sehr gut. Und jetzt kommt aber noch was, was ich sehr geil finde. Hier unten ist noch eine Taste, hier unten links. Damit könnt ihr das Schaltpanel beleuchten. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, es ist abends, könnt ihr hier drauf drücken und dann leuchten diese Tasten. Sieht man das? Ja. Ich weiß, das sieht jetzt erstmal so aus, oh, das ist ja gar nicht so hell, aber wir haben hier ja auch Studiobeleuchtung. Es ist schon ganz gut und es sieht auch auf der Kamera so aus, als wenn diese Tasten nicht so ganz gut ausgeleuchtet wären. Es hat aber auch was mit der Kamera zu tun. Wenn ich das selber anschaue, dann sieht das sehr gut aus. Ja, also ihr könnt diese Tasten einfach beleuchten lassen. Finde ich geil. Könnt das auch jederzeit hier unten wieder ausstellen. Ne? Also da sieht man jetzt mal den Unterschied hier. So,
Und damit ihr auch nachher auch wisst, was ihr da draufkleben wollt oder beziehungsweise wie das auszusehen hat, kann man dann hier diesen Bogen, der ist dabei, könnt ihr einzeln abholen und könnt die hier auf diese Tasten kleben. Und dann habt ihr hier alle möglichen Sachen von, ja, Floodlight, Navlight, Trim Tab, Tree Color Light, das ist für euer LED-Stripe, den ihr dann wieder lila, blau, grün machen könnt. Bilgenpumpe, jeder Kram ist hier drauf, wird mitgeliefert. Und jetzt gibt es noch eine geile Geschichte, was ich an diesen Schaltern auch gut finde. Das können diese typischen Panels auch nicht. Ihr könnt jetzt sagen, ich möchte diese Taste jetzt hier oben, die beiden sind ins Licht, und diese möchte ich als Hupe nehmen. Und eine Hupe soll ja nicht draufklicken und anbleiben und Dauer machen, sondern ich möchte ja tippen. Und den habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Seht ihr das? Man kann rauf tippen und der geht nur an, solange ich den Finger halte. Das kann man mit jeder Taste machen. Man muss im Endeffekt hier unten nur die Lampe halten und hier drauf drücken. Dann müsste der anfangen zu blinken. Seht ihr das? Genau. Und jetzt kann ich, jetzt ist der wieder Dauer. Das finde ich total geil. Das könnt ihr mit allen Tasten machen. Ihr könnt jede einfach nur zum Tippen nehmen oder ihr nehmt sie zum Dauer an. Wie gesagt, nur hier unten die Taste drücken und dann die einzelnen Dinger programmieren. Für mich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich überlege, ob ich das Unterdeck bei mir einbaue. Unten in der C-Ray habe ich ja so ein Schaltpanel, womit man die Deckenbeleuchtung und auch die Stufenbeleuchtung einschalten und ausschalten kann. Aber mir fehlte immer eine Taste für meine LED-Stripes. Ja, ich habe auch LED-Stripes einmal ums Bett, aber in warmweiß. Ich bin kein Fan von so bunten LED-Stripes. Und jetzt überlege ich, ob ich das da unten einbaue, weil ich brauche halt keine großartigen Kabel ziehen. Ich ziehe einfach alle Verbraucher an dieses Relais-Teil und dieses Gerät oben packe ich einfach dahin, wo die Schalter schon waren und kann dann unten so viele Geräte anschließen, wie ich will. Muss nie wieder hier oben dran, muss nicht 200 Kabel an dieses Panel ziehen, sondern irgendwo dahin, wo eben diese Box hinpasst. Ja, Langzeittest ist natürlich schwierig. Hier ist eine Folie drauf, beziehungsweise das ist ja geschlossen. Ob das jetzt auf dem Boot lange hält, kann ich euch natürlich nicht sagen. Es ist so, also es wird beworben für Boot, deswegen ist auch diese Liste hier, ja, fast alle Sachen drauf, die zum Boot gehören. Ah, falsch rum. So, ja, da sind viele Sachen, die fürs Boot einfach sind. Natürlich sind da auch ein paar Sachen fürs Auto, hier so ein Tempomat und so. Aber ja, ob das jetzt im Outdoor-Bereich mit viel Wasser funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Wenn ihr da irgendwie eine Persenning drüber habt oder Indoor seid, ist das wahrscheinlich ein bisschen geiler. Müsste man einfach mal ausprobieren. Ich wollte diese ganze Geschichte aber einfach mal zeigen, weil das ist einfach eine geilere Geschichte als diese fertigen Schaltpanels, die man da kaufen kann, die dann blau und rot leuchten und irgendwie immer nach Bastel aussehen. Ich weiß auch nicht. Mein Empfinden, meine persönliche Meinung. Wenn euch das Ding interessiert, ich verlinke euch das Teil mal. Ist nicht ganz günstig. Das ganze Panel kostet, glaube ich, um die 60 Euro. Und ja, ich finde es trotzdem einfach eine geilere Variante. Wenn ihr in der Zukunft Sachen habt, wo ihr sagt, geil, das könnte man vielleicht mal auf dem Boot verwenden. Sascha, kannst du dir das mal angucken? Kannst du das mal testen? Kannst du das hier mal auf den Tisch legen? Kannst du das mal an dein Netzteil anschließen? Sag mir mal was dazu. Haut das gerne in die Kommentare. Ich versuche da mal, die Hersteller irgendwie zu kontaktieren. Oder wenn darauf nicht reagiert wird, bestelle ich das einfach mal selber und schließe das hier in meiner kleinen Ecke mal an und guck mal, ob man das auf dem Boot gebrauchen kann. Wenn ihr Fragen habt, haut das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr richtig viel Bock habt, lasst gerne ein Like da. Daumen nach oben. Oder wenn euch das gar nicht gefallen hat, dann macht ihr einen Daumen eben nach unten. Und wenn ihr noch mehr Bock habt auf mein Gesicht und Lust habt, noch mehr von diesem Schrott hier zu sehen, dann abonniert ihr den Kanal. Und dann nehme ich euch durch diese ganze Bootssaison, beziehungsweise Bootsnebensaison, Wintersaison, wieder mit und ja, bring euch wieder in die Richtung Saison 2023. Da sind wir ja wieder gemeinsam auf dem Wasser. Ich werde gleich in den Hafen fahren, denn ich habe heute um 15 Uhr meinen Krantermin. Ob das alles so klappt, zeige ich euch mal in einem YouTube-Short. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Video. Tschüss!